Wir werden hier diese fünf gemischten Bruchrechnungen vornehmen und achten dabei sehr auf die Reihenfolge der Operationen. Bei dieser Rechnung rechnen wir zuerst diese Differenz im Zähler und diese Summe im Nenner. Dazu machen wir die Brüche jeweils gleichnamig. Das heißt, hier erweitern wir um 4 und hier erweitern wir um 3. So haben wir als gemeinsamen Nenner 12. Hier erweitern wir um 6 und hier erweitern wir um 5. So haben wir den gemeinsamen Nenner 30. Oben finden wir also 4 minus 3, das heißt 1 Zwölftel. Und unten finden wir 6 plus 5 Dreißigstel. Also so. Um diesen Bruch durch diesen zweiten Bruch zu teilen, multiplizieren wir den oberen Bruch 1 Zwölftel mit dem Kehrwert des unteren Bruchs, also mit 30 Elftel. Hier können wir noch schräg kürzen. 30 geteilt durch 6 macht 5 und 12 geteilt durch 6 macht 2. Jetzt können wir nichts mehr kürzen und somit ist die Endantwort 5 22. In dieser Übung rechnen wir zuerst diese Differenz im Zähler und im Nenner rechnen wir zuerst dieses Produkt und hinterher wird dann diese 1 addiert. Machen wir das? Im Zähler erweitern wir hier um 5, ist gemacht, und hier um 3, ist gemacht. Somit haben wir im Zähler denselben Nenner 15. Jetzt unten im Nenner. Zuerst rechnen wir dieses Produkt aus. Das macht 8 Fünfzehntel. Und zu diesen 8 Fünfzehntel soll dann diese 1 addiert werden. Deshalb schreiben wir die 1 in Form von 15 Fünfzehntel und so haben wir sofort denselben Nenner. Im Zähler finden wir also 10 minus 12 Fünfzehntel, das heißt minus 2 Fünfzehntel. Und im Nenner finden wir 15 plus 8 Fünfzehntel, also 23 Fünfzehntel. Um diesen Bruch durch diesen Bruch zu teilen, multiplizieren wir den ersten Bruch mit dem Kehrwert des zweiten Bruchs. Hier können wir aber schräg durch 15 kürzen und somit finden wir als Antwort minus 2 23. Diesen Bruch kann man nicht mehr kürzen. Jetzt schauen wir hier. Auch hier rechnen wir zuerst diese Differenz im Zähler und diese Summe im Nenner. Dazu machen wir diese Brüche gleichnamig. 3 setzen wir auf 1 und multiplizieren dann unten und oben mit 5. So haben wir denselben Nenner 5. Und hier diese 4 setzen wir auch auf 1 und multiplizieren dann oben und unten mit 7. So haben wir unten als gemeinsamen Nenner diese 7. Wir finden so also 2 minus 15 Fünftel, das heißt minus 13 Fünftel. Und unten haben wir 28 plus 9 Siebtel, also 37 Siebtel. Um diesen Bruch durch diesen Bruch zu teilen, multiplizieren wir den oberen Bruch, minus 13 Fünftel, mit dem Kehrwert vom unteren Bruch. Der Kehrwert von 37 Siebtel, das sind 7 37. Hier können wir vertikal nichts kürzen, aber auch schräg nicht. Also nehmen wir einfach die Multiplikationen vor und fertig. Da man hier nichts mehr kürzen konnte, kann dieser Bruch auch nicht mehr gekürzt werden. Kommen wir jetzt zu dieser Division. Wir rechnen also diese Differenz geteilt durch diese Summe. Wir beginnen mit dem Zähler. Wir machen beide Brüche gleichnamig, indem wir hier durch 5 erweitern und hier durch 7 erweitern. Somit haben wir als gemeinsamen Nenner 35. Hier unten brauchen wir nur den ersten Bruch, um 2 zu erweitern. Und schon haben wir den gemeinsamen Nenner 8. Im Zählen finden wir also 10 minus 21 35. Das heißt minus 11 35.
Und im Nenner finden wir 14 Achtel plus 3 Achtel, das heißt 17 Achtel. Um diesen Bruch durch diesen Bruch zu teilen, multiplizieren wir den ersten Bruch mit dem Kehrwert von diesem zweiten Bruch. Jetzt haben wir, vertikal können wir nichts mehr kürzen, schräg aber auch nicht. Also nehmen wir einfach die zwei Multiplikationen vor und finden somit minus 88, 595. Dieser Bruch ist nicht mehr kürzbar, weil man hier nichts kürzen konnte. Jetzt die letzte Übung. Zuerst im Zähler. Wir beginnen damit, den Inhalt dieser Klammern auszurechnen. Dazu machen wir diese zwei Brüche gleichnamig. Das heißt, hier erweitern wir um 3 und hier um 2. Sobald wir diese Summe dann gefunden haben, können wir anschließend mit der 2 multiplizieren. Gleichzeitig werden wir auch den Nenner bearbeiten. Diese zwei Brüche machen wir ebenfalls gleichnamig, indem wir hier um 3 erweitern und hier um 2. So stoßen wir auf diese Rechnung. 9 plus 10 Zwölftel, das macht 19 Zwölftel. Und 3 minus 4 Sechstel, das macht minus 1 Sechstel. Hier oben können wir jetzt durch 2 kürzen. So stoßen wir auf diese Rechnung. Und um diesen Bruch durch diesen zweiten Bruch zu teilen, multiplizieren wir den ersten Bruch mit diesem zweiten Bruch umgekehrt. Hier können wir noch schräg durch 6 kürzen. Das dürfen wir, weil es ja eine Multiplikation ist. Und somit finden wir als Endantwort minus 19.